Ja, also es sah gut aus am Anfang. Am Ende ist mir leider ein bisschen die Kraft ausgegangen auf den letzten 50 Meter. Und dann kam Alvaro noch, aber er ist super weit hinten gekommen. Also er war super stark heute und von daher hat er verdient gewonnen heute. Ja, also das ist mein Zug, den ich immer dabei habe. Und von daher, wir haben großes Vertrauen ineinander. Und ich denke, wir haben super harmoniert, auch in der Kurve hinten. Wir haben uns nicht verloren. Und schade, dass ich vielleicht ein bisschen früh angesetzt habe und damit nicht gewinnen konnte. Aber wir haben ja noch 3 Tage. Gerade nach Hamburg jetzt, wo ich gestürzt war, wollte ich es nochmal richtig zeigen und vielleicht habe ich ein bisschen früh angesetzt, aber ändern kann ich es jetzt nicht mehr und wir fahren weiter. Ja, also die Wunde ist schon groß und es ist relativ viel Flüssigkeit, was rauskommt und es hat mich schon noch ein bisschen beeinträchtigt heute, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich scheiße gefühlt habe. Als du rausgegangen bist, hast du gleich gemerkt, das ist ein bisschen weit? Nee, also ich habe es eigentlich nicht gedacht, aber auf einmal kam sozusagen der Hammer und dann ist die Kraft weggegangen. Und ja, im Endeffekt kann man immer sagen, man hätte was besser machen können, aber es ist halt vorbei. Ihr kennt euch gut. Ihr beiden habt euch schon öfter getroffen. Habt ihr dann hinterher mal gesprochen und hast du gesagt, du beim nächsten Mal bin ich dran, oder? Ich hatte zum Spaß gesagt, beim nächsten Mal kann er ja bremsen in meiner Heimat. Aber nee, also es ist halt Wettkampf und wir verstehen uns ganz gut. Wir haben uns schon oft getroffen. In Polen habe ich 2-mal gewonnen, hier hat er jetzt gewonnen. Und von daher ist immer ein Hin und Her und wir leben ja davon, dass wir wirklich immer uns herausfordern. Und ich denke, so langsam gibt es einen Generationswechsel. Man kann es jetzt sehen, dass viele junge Sprinter vorne mitfahren. Und ich denke, wir werden das noch öfter sehen im Leben. Hast du das hier auch mitbekommen heute, dass viele dich kennen? Ja klar, also das Meistertrikot hier fällt schon auf. Und ich hatte jetzt auf den letzten 10 Kilometern nicht so viel Zeit, nach rechts und links zu gucken. Aber ich denke schon, dass es ganz gut ist hier. Danke.